wie viele Freunde auf Facebook. Ich werde immer kreativer darin, mich alt zu nennen. Aber es wird halt auch nicht lustiger, ist das Problem. Wie viele Minion-Memes diese Woche verschickt. Ist das ehrenlos. Aber eine Sache, die vielleicht wirklich alt ist. Ich war so bei meinen Eltern, ne? Und meine Eltern, die haben tatsächlich noch so ein normales Kabel-TV in meiner Wohnung. Ich habe nicht mal Anschluss dafür. Ich habe nicht mal so einen TV-Anschluss, weil ich gucke gar keinen Fernseher mehr. Aber bei meinen Eltern liefen halt so ein bisschen Fernseher, you know? Und wisst ihr, was ich mir gegönnt habe? Sat1-Richterin Barbara Salesch. Und wisst ihr was? Ich habe enjoyed. Das ist übel spannend. Fuck! Oh mein Gott. Das war so geil, es ist so, oder? Bro, das ist übel spannend. Ich mach nicht mal Joke gerade. Das ist quasi sowas wie so Phoenix Wright. Also halt so diese Richterprozesse. Für alle, die es nicht kennen, das sind so Richterprozesse mit so Krimi. Und dann kann man so mitraten, wer der Schuldige ist und so. Und dann gibt es manchmal so voll die heftigen Plot-Twists. Ich habe so eine Folge geguckt und auf einmal kommt so eine Frau rein so, halt! Ich kenne diesen Mann. Genauso wie auch so Videospielen. Deine Runs laufen ja gerade so gut wie dein Führerschein. Du bist so ein Hund. Du trägst nichts zum Chat bei, außer Scheiße. So, ich hab's gesagt. Und Daki, der Run ist dir gewidmet. Guck dir diesen Banger jetzt an. Ich werde dich mit Skill überzeugen. Meinung zu verklag mich doch. Alles Banger. Ich bin eher ein Assi-TV-Enjoyer. Das sage ich Real Talk. Es gab ja so eine Era auf YouTube, da wurde so RTL 2 und RTL generell so voll gehatet. So, oh, RTL, Assi-TV. Ich habe mitgehatet, weil es gerade im Trend war und ich war ein Kind. Aber insgeheim immer verklag mich doch und Frauentausch und sowas. Boah, kennt ihr Auf Streife? Boah, so eine geile Serie. Da ist man so mit so Polizisten unterwegs. Und das war teilweise so schlecht. So schlecht gefaked, dass irgendwie so ein Jugendlicher, der macht sich gerade einen Joint an. Dann... Ich werde dich mit Skill überzeugen. Und dann kommen da diese Polizisten so stehen geblieben. Dim, 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 dim. Okay, ich mache jetzt Abfrage. Bei dem Satz, ich hasse euch, wenn ihr WhatsApp-Emojis benutzt. Wenn mit ein oder zwei W. Mit einem oder zwei N. Hört doch. Okay, troll. Hört auf zu trollen. Das ist gerade eine ernsthafte Prüfung. Leute, soll ich euch das mit einem S und Doppel-S erklären? Ja, mach. Ja, okay, gerne. Also bei das. Wenn es mit einem S geschrieben sein soll, ist es zum Beispiel... Digga, interessiert gerade gar nicht. Ich will unterhalten werden. Geh mir nicht auf den Sack mit so einem Scheiß. Dann wird das mit einem S geschrieben. Ihh, meine Schwester hat aus Versehen mal einen Brocken Schimmel getrunken. Also da würde ich kotzen. Also legit kotzen. Weil bei Schimmel bin ich eh so sauempfindlich. Also es kommt manchmal vor, dass ich hier irgendwie so einen Teller vergesse. Und dann fängt er an zu schimmeln und so. Ich schmeiß immer instant den gesamten Teller weg. Ich will nichts damit zu tun haben. Mach mal Seid und Seid. Soll ich euch das erklären? Es interessiert euch gerade alle, kann das sein? Mit Seid und Seid. Nee. Ich glaube, es interessiert euch gerade alle. Ich kann es euch gerne erklären. Und zwar Seid mit D. Oh, warte, ich erkläre es andersrum, weil es ist eigentlich easy. Seid mit T benutzt man bei Zeit. Und Zeit auf Englisch heißt Time. Und Time beginnt mit T. Das ist eine gute Eselsbrücke bei Zeitangaben. Zum Beispiel, seit 1990 gibt es die Abtreibung in Deutschland. Zum Beispiel. Damit Seid mit T. Alles andere mit D. Zum Beispiel bei Personen so. Seid ihr gut angekommen? D. Aber bei Time, also Zeitangaben immer T. Boah, wisst ihr, was am schlimmsten ist? Leute, die schreiben oder die sagen, das ist ihm sein Auto. Woher kommt das erstens? Und zweitens, wie konnte sich das so verbreiten? Ja, das ist ihm sein Spiel. Das klingt so schlimm, Mann. Das sagen so viele. Hier kommt wieder meine Pyramidentheorie ins Spiel. Je weiter Süden man in Deutschland wohnt, desto weniger wert ist man als Mensch auch. Das ist wie im Mittelalter, diese Hierarchie. Oben sind so die Adligen und unten sind so die Sklaven. Es ist halt so. Es zeigt sich immer wieder. Also ich habe so eine gewisse Story mit Weisheitsszenen, aber... Ich kann ja so mal so anfangen. Die OP an sich ist wirklich echt nicht schlimm. Also meine Weisheitszahn-OP lief so. Ich habe so ein paar Medikamente bekommen, damit ich ein bisschen chill, sage ich mal. Und ich bin einfach während der OP eingeschlafen. Also ich habe gar nichts mitbekommen. Man spürt gar nichts. Es geht 10 Minuten. Es ist instant vorbei. Die richtige Scheiße fängt halt nach der OP an, weil du dann auf Hamsterbacken-Modus bist. Und ich habe von voll vielen gehört, das geht echt schnell wieder vorbei. Es soll scheinbar nicht so schlimm sein für viele. Für mich war es leider der absolute Horror auf Erden und ich wollte sterben. Aber ich will dir keine Angst machen jetzt. Aber ich sag mal so, bei mir soll ich es nochmal erzählen. Ich weiß, viele kennen die Story schon, weil ich schon mal erzählt habe. Bei mir war es so, meine Weisheitszähne waren noch nicht rausgewachsen, sondern noch im Kiefer drin. Aber die lagen halt schief oder hatten nicht genug Platz. Auf jeden Fall mussten die da raus. Das heißt, mir musste das Zahnfleisch aufgeschnitten werden und die wurden dann mit einer Zange so raus.
rausgenommen. Nichts Ungewöhnliches wird bei vielen so gemacht. Das Ding war halt, dass da halt so ein Loch in meinem Zahnfleisch war. Da war halt quasi so eine Kuhle und die wurde zugenäht, diese Kuhle, damit sich das wieder verwachsen kann. Das Problem ist jetzt aber, dass sich diese Wunde entzündet hat und mein Leben ist ein Trauerspiel und ich hasse es auch. Diese Kuhle hat sich entzündet bei mir und dieses gesamte Loch in meinem Zahnfleisch, in meinem Mund, da war so eine Höhle in meinem Mund drin. Alles hat sich entzündet und alles war dann voller Eiter und dieses Eiter musste dann mit einem Schlauch, das in mein Zahnfleisch reingeschoben wurde, rausgepumpt werden. Und ich hatte die Schmerzen meines Lebens. Aber dir viel Erfolg bei der OP, Mann. Okay, aber jetzt betet mal ganz kurz für mich, dass ich hier nicht reinscheiß. Sieht sogar sehr schlecht aus. Fuck off, oh nein. Oh, stimmt. Ich habe sogar ein wichtiges Detail vergessen, oh fuck, bei der Weisheitszahngeschichte. Ich konnte so lange meinen Mund nicht aufmachen, dass mein Kiefer einfach eingerostet war. Und ich musste dann so eine Knirschschiene tragen, damit sich irgendwie meine Kiefergelenke wieder entspannen. Nice Sache auf jeden Fall. Oh, ich habe keine Zeit. Ich habe Zeit gewonnen? Okay, warte, dann muss ich am Run. Okay, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Dann muss ich an meiner PB Ultra reingekackt haben in der Welt. Ulti zeigt euch gleich allen einen richtigen Dank. Was soll es überhaupt heißen? Selbst wenn man es zweideutig jetzt sehen würde. Was soll es überhaupt heißen? Ist ein TikTok? Ah, okay, das erklärt. Leute, ich habe doch kein TikTok mehr. Aber vielleicht kommen bald TikTok-Videos. Weil Pointnair, also mein Cutter für Multi-Ulti, wo alle immer so ultra schockiert sind, wenn ich das erwähne. Ich guck mal, was Pointer daraus schneidet. Er macht ja meine Zwei-Kanal-Videos und alle immer so, Pointer? Ja, er ist ein Ehrenmann. Er ist ein König und ein Champion. Er hat gesagt, yo, wie wär's mit TikToks? Ich mach dir einfach mal. Weil ich meinte so, ja, ich weiß nicht, ob mein Content jetzt so TikTok-worthy ist. Er sagt so, na, ich schneide einfach mal ein bisschen was und ja, mal gucken, wie es wird. Soziales Experiment, könnte man sagen. Kommt Zwambo von Zwo? Nee. Aber habe ich euch schon mal gesagt, dass Zwo die richtige Bezeichnung für zwei ist? Also Real Talk. Das wurde mir im Studium erklärt, warum man Zwo sagt. Und es ergibt so Sinn. Passt auf. Ich dachte früher immer, Boomer sagen Zwo, aber es ergibt so Sinn. Weil in jeder lateinisch angelehnten Sprache hier in Europa, zum Beispiel Englisch, Spanisch, Französisch, zwei ist immer irgendwas mit O. Two, dos, immer mit O. Außer in Deutschland. Wir haben random die zweite Zahl mit I und es reimt sich genau auf die dritte Zahl. Das ist zwangsläufig, hau rein, Bowser, zu Verwirrungen kommen muss, wenn man zum Beispiel auf der Baustelle arbeitet, wenn man dann irgendwie rufen muss, wie viele Meter? Und man irgendwie ruft, zwei. Dann kann man es, wenn es irgendwie laut ist, sauleicht mit drei verwechseln. Aber wenn man sagt, zwei, einem ist das sofort klar. Warum sollte man eine Zahl genauso nennen wie eine andere, wenn es auch einen niceren Begriff gibt, wie zum Beispiel zwei? Ich wurde letztens am Frankfurter Flughafen random vom Zoll angehalten. Auch natürlich eine nice Aktion, so ganz am Rande. Ich gehe da einfach ganz normal lang, auf einmal so, stehen bleiben. Ich so, oh mein Gott. Und die so, ja, random Kontrolle, gib mir alle deine Personalien und mache jetzt einen Alkoholtest. Und ich so, what the fuck, ich gehe hier einfach. Achso, und zeig mal alles, was in deiner Tasche ist. Und der Typ hat am Telefon so meinen Namen buchstabiert. An irgendeine Zollstelle oder so. Die wollten, glaube ich, gucken, ob ich irgendwie Flüchtling bin oder warum auch immer. Und statt meinen Namen einfach zu buchstabieren, sagt er so, Sardine, Kaufmann, Erik, Tina. Nein, immer dieses Telefon-ABC, wo man irgendwelche Worte sagt. Das Ding ist halt, diese Worte sind sogar festgelegt. Wusstet ihr das? Googelt mal Telefon-ABC. Die sagen nicht einfach random Worte, die mit diesem Buchstaben anfangen, irgendwie Kamel, Katze. Nein, die sagen wirklich, es gibt festgelegte Worte dafür. Zum Beispiel K muss Kaufmann sein. Man kann nicht Katze sagen, es muss Kaufmann sein. Nein, wir reden nicht über Krapfen und Berliner. Das ist das schlimmste und ausgelutschteste Thema. Ich hake kurz alles auf einmal ab. Berliner, Matte Blau, Deutsch Rot, Eistee, Zitrone. Und jetzt habe ich Zitrone gesagt, oh shit, Zitrone beste. Oh nein, jetzt kommen alle Zitronenliebhaber raus und loben mich. Naja, habe ich versprochen, actually. Das kommt dabei raus, wenn man nebenbei Profi-Gaming betreiben muss. Ich meine natürlich Pfirsich. So, das muss klappen. Bisschen mehr. Ich war mir so sicher, dass das klappt. Oh, Herr, na. Ich wollte gerade sagen, ja, ein bisschen mehr Zeit zum Nachjustieren ist wichtig, damit es klappt. Ich flehe dich an, Kiste. Ich bin so traurig. Das war so ein guter Run. Egal, ich spiele weiter. Nein, nicht mal die Ehre wird mir vergönnt. Komm, jetzt mach.
Mann, nicht mal die Ehre. Hätte man mir nicht wenigstens einen Abgang mit Bravour gönnen können. Guckt euch den Run an, Bro. Goldsplit, back to back to back. Noch ein Goldsplit und zum Schluss noch ein Goldsplit. Box und Hase haben gekillt und dann ja. Aber so diese erste Hälfte hat eigentlich gezeigt, ich habe das Zeug, um noch viel, viel besser zu sein, als ich jetzt bin.